danach strebst, vervollkommnet zu werden. Dann wirst du Zeugnis ablegen, sagen, durch jeden einzelnen Schritt, den Gott tut, akzeptiere ich das Werk der Züchtigung und des Urteils. Obwohl ich gelitten hab, hab ich Gottes Werk erlangt, seine Gerechtigkeit erfahren und weiß, wie er uns vollkommen macht. Gottes gerechte Disposition kam über mich, gab mir Segen und auch Gnade. Sein Urteil hat mich gerettet, gereinigt und beschützt. Durch seine harten Worte, Züchtigung und sein Urteil bin ich gerettet und kenne ihn. Das ist der Weg derer, die vervollkommnet werden. Das ist das Wissen, von dem sie sprechen. Diese Menschen haben das Leben gewonnen wie Petrus. Sie besitzen Gottes Wahrheit. Urteil sie dann reinigen. Sie werden frei von Satans Einfluss sein, gewonnen von Gott. Ich hab jetzt erkannt, dass wir als Gottes Geschöpfe nicht nur alles, was er geschaffen hat, genießen können, sondern was viel wichtiger ist, seine gerechte Disposition und sein gerechtes Urteil spüren sollten. Denn es lohnt sich, sie auszukosten, seine Disposition und verderbte Wesen sollten sie schätzen, seine Gerechtigkeit. Neben Urteil und Züchtigung gibt es auch große Liebe. Auch wenn ich sie nicht ganz gewinne, ist es ein Segen, sie zu kennen. Das ist der Weg derer, die vervollkommnet werden. Das ist das Wissen, von dem sie sprechen. Diese Menschen haben das Leben gewonnen wie Petrus. Sie besitzen Gottes Wahrheit. Wenn sie diesen Weg befolgen, ganz bis zum Ende, werden Züchtigung und Urteil sie dann reinigen. Werden frei von Satans Einfluss sein, gewonnen von Gott.